Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Not So Silent Night Box von Sarah Connor. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Not So Silent Night von Sarah Connor, das Ganze am 18. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist ein Weihnachtsalbum von Sarah Connor. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. So, einmal hier an der Schweißnaht entlang. Damit löst sich auch schon dieser Sticker hier, der war auf der Folie angebracht. So, was lesen wir denn hier? Also, exklusive Fanbox. Diese Box enthält das neue Weihnachtsalbum in der limitierten Deluxe Edition mit 12 neuen Songs inklusive, oder mit 12 neuen Songs und The Christmas Song und Wendeposter. Exklusiv designte Weihnachtssocken, unter anderem um sich lautlos an den Baum heranzuschleichen. Die perfekten Ohrstöpsel in einem schicken Beutel für eine Not So Silent Night. Zwei exklusive Shotgläser zum Anstoßen für 1, 2, 3, 4 Shots of Patron. Drei Weihnachtspostkarten im 3D-Druck für eure Liebsten, einen davon für einen Wunsch an Sarah. Und zwei Acryl-Baumanhänger für eure Jolly Time of Year. So, dann haben wir hier noch Tourdates zur Weihnachtstour 2023. Und dann schauen wir mal. Das ist die Box, kommt in so einem blassen, hellblau, ja, Babyblau. Mit goldenem Zierrahmen und Aufdruck hier oben. Not So Silent Night, Sarah Connor. Lesen wir hier. Seitlich auch nochmal. Rundum hier mit diesem Golddruck beschriftet. Auf der Unterseite nichts weiter. Und hier unten haben wir dann noch die Infos und einen Barcode, also die Labels. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Boxdeck lässt sich abnehmen. Von innen in weiß. Und dann haben wir als allererstes einmal die Karten. Einmal, zweimal, dreimal. Also Weihnachtskarten. Dann das Album an sich. In der, hier lesen wir es, Limited Deluxe Edition. Dann gibt es Söckchen. Weihnachtssocken. Ein paar. Das dürfte dann wohl das Säckchen sein mit den Ohrstöpseln. Dann ist hier noch was drin, eventuell die Anhänger für den Baum. Und hier oben, kann man so aufklappen, haben wir dann noch die Shotgläser. Einmal, oh, geht fast gar nicht raus. Okay, vielleicht können wir auch die ganze Box einfach rausheben. Ja, haut hin. So sieht das aus. Also das sind die Gläser. Der Teil ist auch rauszunehmen, also diese einzelnen Module, diese einzelnen Bausätze kann man hier auch entfernen. Wir lassen ihn mal drin, packen die Box wieder zusammen, legen sie dabei zur Seite und dann schauen wir mal. So, ich muss ehrlich sagen, der Inhalt, der mir jetzt irgendwie noch nicht untergekommen ist, der irgendwie, weiß ich nicht, fehlt oder ich noch nicht entdeckt habe, ist das Poster, aber wir schauen mal. Also, legen wir mal zur Seite und dann geht's auch schon los. Das sind die Söckchen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, auch hier haben wir wieder einen Sticker. Limited Deluxe Edition, das neue Weihnachtsalbum, 12 neue Songs und der Christmas Song und Wendeposter. Okay, also eventuell ist das Poster tatsächlich hier drinnen und es wurde nicht vergessen. Hoffen wir das Beste. So, einmal schneiden wir hier auf. Wunderbar. Sticker ist weg. Das ist das Albumcover. Sarah Connor hier mit gefalteten Händen. Schwarz-Weiß-Bild, seitlich beschriftet. Und auch hier wieder in diesem ja, Türkis oder blassen Blau, wie wir es auch schon von der Box hatten. Hier hinten noch ein Bild vor einem, ja was ist das, Schlitten oder Sportwagen. Dann die Tracklist, 13 Tracks an der Zahl. Einerseits natürlich so klassische Weihnachtssongs, die man kennt. Aber es sind auch neue
also selbstgeschriebene Weihnachtslieder von ihr mit dabei. Hier auch nochmal beschriftet. Und hier geht's dann los. Einmal ein Bild. Hier hängt sie scheinbar ja, an Ketten. Interessantes Bild. Jolly Time of Year. Hier ist dann die CD. Und hier ist noch eine zweite Stecktasche. Und sie auf den verschneiten Stufen hier. Also ich gehe mal davon aus, eine Stecktasche beinhaltet das Booklet. Dürfte die sein. Und die andere dann eventuell das Poster. Wir schauen mal. Gar nicht so leicht. So, ja, das ist dann tatsächlich das Poster. So, alles gut. Nichts wurde vergessen, Box ist vollständig. Also, wir haben hier das Booklet. Schauen wir mal rein. Bilder und dann hier die einzelnen Tracks samt Lyrics. Alles hier abgedruckt, Wort für Wort. So mitsingen oder nachlesen. Bilder, weitere Lyrics. So sieht's aus. Also, sehr, sehr viel Text. Dann ein weiteres Bild. Hier mit Familie und Freunden. Sogar Hunde sind mit dabei. Sehr schön. Bilder und Lyrics. So. Und dann kommen wir langsam zum Abschluss. Hier gibt es noch Bilder. Ja, also es dürfte wohl auf jeden Fall ein Sportwagen sein, der hier mit so einer roten Stoffschicht hier noch bedeckt ist. So, dann die Credits zu den einzelnen Tracks. Und das war's soweit. Zum Abschluss nochmal ein Bild. Und noch eins auf der Rückseite. Also, das war das Booklet. Dann kommen wir zum Wendeposter, zum Booklet-Poster. So, was haben wir hier? Genau, nochmal das Bild hier mit dem Wagen. Auf dem türmen sich hier die Geschenke. Und auf der Rückseite haben wir sie hier in der Badewanne mit einem Sekt- oder Champagnergläschen. Also, beide Poster hier im Querformat. Und je nachdem, welche Seite euch besser gefällt, könnt ihr euch die dann aufhängen. So, dann packen wir sowohl das Poster als auch das Booklet wieder zurück in die dafür vorgesehene Stecktasche. Einmal und zweimal. Und kommen schlussendlich dann noch zur Album-CD hier in der Mitte. So sieht die aus. Wenn es fokussiert, jawohl. So, wunderbar. Also, so viel zum Album. Die Deluxe Edition gibt es meines Wissens auch regulär zu kaufen. Also, wenn man auf die Lust hat, ohne die Box, kann man die holen. Es gibt auch das reguläre Album ohne Deluxe Edition. Also, ich glaube, da ist das Poster nicht dabei. Und 12 und 13, glaube ich. Genau, also ich glaube, die letzten beiden Songs, hier 12 und 13, die sind dann wirklich nur auf der Deluxe Edition. Die gibt es auf der regulären nicht. Oder man holt sich die Vinyl, die gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten, je nachdem, also da hat man echt die Auswahl. So, Not So Silent Night, One Size Fits All, Infos. Das Ganze wurde produziert von der Urban GmbH, Grüße gehen raus. So, jetzt ist die Frage, jawohl. So, dann haben wir hier die Socken. So sehen die aus, also in schwarz, rot und weiß. Hier unten auf der Sohle haben wir dann den Schriftzug Jolly Time of Year. Hier oben dann wieder dieses Muster oder dieses Artwork, das wir die ganze Zeit schon auf der Box drauf hatten. Also hier da. Genau. Und ja, ansonsten weiße Fersen, weiße Spitzen und hier oben dann am Bund rot. So, dann kommen wir zu dem Baumanhänger, glaube ich, zu den Baumanhängern. Ich glaube, es sind ja mehrere. Ja, es sind zwei Stück. Die sind hier in Folie, damit sie auch nicht verkratzen und heile bei uns ankommen. Einmal Not So Silent Night. Genau.
Also hier in Rot und dazu das Bändchen, das auch schon hier oben geknotet wurde. Das kann man dann direkt an den gewünschten Zweig anhängen. Und dann die Nummer 2. Das ist dann die hier. Also von der Form her beide ident. Und hier steht dann, ja, kann man es lesen, vielleicht so besser, Jolly Time of Year. So, und auch der hier natürlich mit Bändchen, dieses Sternchen, kann man dann anbringen. So, vom Material, ich glaube Acryl hieß es, Kunststoff-Acryl-Anhänger, packen wieder rein. Einmal, zweimal, hier in diesem Papiersäckchen, Socken legen wir auch mal zur Seite. Dann kommen wir zu den Weihnachtskarten. Einmal, zweimal, dreimal. Die sind auf jeden Fall hochwertig, denn man hat hier die Schrift in so einer Glanzoptik, ebenso wie diesen Zierrahmen. Und man kann es auch wirklich spüren, also so ein 3D-Druck. Alles, was hier Gold ist, kann man wirklich auch ertasten. Auf der Rückseite, klassisches Design für eine Postkarte. Dann haben wir Nummer 2 mit verwuschelten Haaren hier am Weihnachtstisch an der Tafel, 1, 2, 3, 4 Shots of Patron. Und dann haben wir noch einmal das Bild im Stile von Das letzte Abendmahl. Alle hier versammelt an der langen Tafel. So. Ah, genau, das ist die Karte, die man an Sie schicken soll, wenn man denn möchte. Sehr schön. Die anderen zwei kann man verschicken an wen man will. Oder man behält einfach alle, so wie ich. So, dann kommen wir zu diesem kleinen Beutel hier, Not So Silent Night, in Schwarz. Und hier drin befinden sich dann, oh, sind tatsächlich 4 Stück, 4 Ohrenstöpsel. Die sind ganz einfach hier in Rot, solche Kunststoffdinger, womit man ein bisschen den Lärmpegel reduzieren kann, wenn es Weihnachten auch so ja, laut und hektisch sein sollte wie bei Sarah Connor. Und zu guter Letzt haben wir noch dieses Display hier mit den 2 Shotgläsern. So, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Wenn wir sie denn rausbekommen, die sind hier ziemlich fest. So, einmal, zweimal. So, was haben wir hier? Einmal Shots of Patron. Genau, mit Sarah Connor auf der Rückseite. Und hier dann Not So Silent Night und hier auch wieder Sarah Connor. Also, die beiden dann auch noch gebrandet. Sehr dicker Boden. Also, klassische Shotgläser. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Shotgläser hier. Dann die 3 Weihnachtskarten hier mit diesem Goldaufdruck. Die Weihnachtssocken. Ein paar hier in Schwarz, Rot und Weiß. Das Säckchen mit den 4 Ohrenstöpseln. Die Baumanhänger. Einmal, zweimal. Kommen hier in diesen Papiersäckchen. Und natürlich das Album an sich im Digipack Deluxe Edition mit 13 Tracks. Und zusätzlich auch noch drin das Wendeposter, beidseitig bedruckt im Querformat. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Not So Silent Night von Sarah Connor. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sarah Connor unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.